Ja, hallo. Diesmal stehen wir hier an der Iberger Tropfsteinhöhlenzentrum. Höhlenerlebniszentrum. Und gehen mal ein bisschen wandern. Ja, schauen wir mal, wie das so läuft. Los geht's. So, hier ist natürlich ziemlich finster, aber hier ist wahrscheinlich der Eingang zur Tropfsteinhöhle hier. Wissen wir jetzt nicht so genau, hier steht nichts dran, aber man hört sich überall plätschern. So, liebe Freunde, den Ausgang haben wir zumindest gefunden, definitiv. Und ich vermute mal, dass das für uns nicht der Eingang war, sondern wer weiß, irgendein Service-Schacht oder so. Ja, schauen wir mal, ob wir den Eingang noch finden, ne? Aber zu wird es wohl sein, sonst wäre jetzt hier auch offen. Hier neben dem Ausgang ist noch eine Schutzhütte. Mit einem netten Spruch drauf. O Harz, mit deiner Zaubermacht schaffst du den Menschen Heil und Kraft. Sehr schön. Wir sind hier im Märchenwald sozusagen. Hier ist es auch sehr märchenhaft. Beste Gehzeit, wahrscheinlich vormittags. Ja, hier haben wir eine kleine Möglichkeit zur Rast gefunden, bevor wir dann hier zur Stempelstelle hinaufwandern. Hier ist überall schön. Da sieht zwar irgendwie prinzipiell überall gleich aus, aber es sind einfach die Vielfalt des Waldes, die trotzdem immer wieder schön ist. Das hier ist übrigens die Bismarck-Klippe. Obwohl ich in die Bäume hochzoome, das ist unter uns sozusagen, wir stehen das darauf. Das war die Raststätte. Ach, das war die Raststätte, Entschuldigung. Ich gehe hoch in den Himmel und ich saß hier. Also das ist dann doch der Himmel, ne? So, auf dem Weg verteilt gibt es immer wieder kleine Schilder. Ich habe jetzt mal einfach eins rausgepickt und lese es mal kurz vor. Riffkalk, den kompakten Fels hier am Illberg, habe ich jetzt gelernt, das ist ein I und ein L, bilden feine kalkige Ablagerungen samt der Versteinerungen der Lebenswelt in der seichten Lagune eines ehemaligen Atollriffs, das vor 400 Millionen Jahren im tropischen Meer viele hundert Meter auf einem absinkenden Vulkan in der Höhe wuchs.
In die Höhe, Entschuldigung, in die Höhe, ups. Ja, mir ist zwar klar, dass man beim Zuschauen nichts riechen kann von dem, was wir hier riechen. Aber ihr müsst euch vorstellen, hier diese ganzen Blümchen, das sind Zwiebeln. Und hier riecht es wie im Zwiebelladen, ehrlich. Wie? Das ist wirklich irre. So, wir sind hier oben angekommen. Wie heißt der Turm? Hallo? Ilberger Aussichtsturm. Also das ist der Ilberger Aussichtsturm hier. Wir sind angekommen. Und Iberger oder Ilberger. Müssen wir mal fragen, wie das wirklich heißt. Ja, willst du mich jetzt doch verklapsen? Ich sage Iberger, weil ich kein L sehe. Und dann sagst du mir, es heißt aber Ilberger. Da dachte ich immer, okay, I und L ist halt eine Bedeutung. Es ist halt irgendwie einheimisch hier, ne? Muss man verstehen. Ja. Ja, Eis brauchen wir nicht. Aber die Kinder haben sich sehr, sehr gefreut, dass es hier einen Spielplatz gibt. Ja. Eine Wanderung, am Ende ein Spielplatz. Ja, das sollten sie mal einführen. Auf jeden Berg einen kleinen Spielplatz. Da kommst du mit Kindern überall hin. Ja, schauen wir mal, wie es hier so ausschaut. Und vielleicht fragen wir mal, wo hier der Eingang tatsächlich zu dieser Tropfsteinhöhle ist. Hier ist die Stempelstelle 130 und die Ramona, die haut jetzt mal 4 Stempel hier rein. Und dann schauen wir mal hier den Turm hinauf, welche Aussicht er uns bieten wird. Hier sieht man, wo wir hingelaufen sind. Hier ist die Stempelstelle am Alpturm. Sind wir über die Bismarck-Klippen gelaufen und hier unten steht unser Auto. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Den Turm nochmal hinter mir. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr schön hier oben. Wir sind auf alle Fälle die einzigsten derzeit. Ich kann mir nicht mal so genau vorstellen, ob die Betreiber hier da sind, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, ja, sehr, sehr schön. Wetter ist perfekt gewesen. Nochmal einen Blick rundherum. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.